Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Leute, wir spielen immer noch das neue Chop Chop Update, bei dem es die Aufgabe ist, Autos zu klauen. Dazu müssen wir allerdings erstmal noch ein paar Vorbereitungsmissionen starten. In der letzten Folge haben wir bereits einen Helikopter geklaut, sowie taktische Ausrüstung. Und jetzt müssen wir scheinbar, obwohl das optional ist, noch Ausrüstung sabotieren. Denn unser Ziel ist es, einen Ferrari zu klauen. Hier war doch gerade noch mein Helikopter. Nein. Nein, der LKW ist in den Helikopter reingefahren. Jetzt brennt der. Ja, jetzt werde ich auch noch angefahren. Mann! Junge, wie dumm. Warum ist denn da jetzt alles... Ja, alles klar. So, Oldschool, Autos aufbrechen. Zack, rein. Ab dafür. So, begib dich nach Del Piero, mache ich. Oh, wir haben sogar einen Timer unten. Verbleibende Zeit, 8 Minuten. Aber ich bin ja ein ausgezeichneter Autofahrer. Ups. Ey Leute, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Da habe ich knapp 5 Millionen ausgegeben, damit wir diese Mission überhaupt spielen können. So, was geht jetzt hier? Oh, bisschen Poli... Oh, brich in das... Ist hier in der Nähe... Ja, warte, da ist doch so ein Armor-Ding. Kann ich da nicht auch Panzerung und so kaufen? Oder kann ich das eigentlich immer kaufen, Panzerung? Ich weiß, dass es mal irgendwann aus dem Menü herging. Falls jemand noch weiß, was man eigentlich drücken muss, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich mache es jetzt einfach oldschool. So, moin! Wo habt ihr hier Panzerung? Hier, hier vorne. Jawohl, Panzerung. Voll. Ah ja, jetzt habe ich alles gekauft, oder was? Ja, sehr geil. Gut. Oh, warte mal, jetzt habe ich auch... Die Zeit rattert ja immer weiter runter. 5 Minuten. Kleiner Speedrun jetzt. So, Leute, Leute, Leute. Zack, der hat eine Waffe. Zack, so, rein. Ja, habe ich direkt 3 Sterne. Holy... Yo. Das war jetzt aber ein bisschen überraschend. Ist da noch einer? Nee. Die Ausrüstung? Ah, zerstöre. Er bombt, muss ich wahrscheinlich mit einer Granate oder so drauf. Oh! Achso, finde den Lieferplan noch. Ja, krass, wir haben kaum noch Zeit. Also ich weiß nicht mal, ob wir die Mission schaffen. So, hier gab es kurz ein bisschen Dummkopf-Paletto. Ja, Lieferplan. Zack. So, einmal verlassen. Okay, 3 Minuten. Und was soll ich jetzt machen? Ah, oh, nein, zerstöre so viele. Ah, oh, freaking hell. Ja, yeah, okay, okay, okay. Warte mal, wo sind denn die meisten nah aneinander? Da unten ist einer und da oben. Ja, okay, okay, okay. Wir schaffen eine. Also es sei denn, wir bekommen nochmal extra Zeit. Ja, 2 von 4, 50% ist auch nicht schlecht. Das Ding ist, ich bin ja froh, wenn ich jetzt noch zum anderen komme. Warte mal, können wir das nicht markieren? Ja, hier, zack. Oh, oh, nichts passiert. Alles chillig. Oh Mann, Alter, 2 Minuten. So. Okay. Und was ist jetzt mit den Gangmitgliedern? Ach so, oh warte, ihr habt Bock auf Paletto. Was soll das denn? Ja, ja, Minute. Also, wir müssten nach da ganz oben. Kriegen wir nicht hin. Oh, wir sind hier. Alter, wir sind hier in diesem Ganggebiet. Oh, sorry. So, okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, warte mal, guck mal, jetzt sind hier irgendwelche so Taschen. Müssen wir die Dinger noch abholen? So, und was liegt jetzt hier rum? Drücke E, um Jamal... Ah, guck mal, ich drücke E... Irgendeine Mission konnten wir jetzt hier starten. Okay, so we need to get you a tough car. Robustes Auto für die Flucht. Okay, okay. Brich in die Werkstatt ein. Perfekt. Fluchtauto. Ah ja, dann müssen wir die Dinger müssen wir noch alle machen. Hallo, moin. Guten Tag. Oh. Ja, perfekt ausgestiegen, Alter. So. She's the right side of me. Oh Gott! Junge, was soll ich machen? Ich bin 2 Meter gelaufen. Schon haben mich alle aus dem Leben geschossen. Chillt doch, was soll ich machen, Alter? Ich spawn hier. Okay, gut. Ich baller euch. Jetzt wird ausgerastet. Let's freaking go. So, wir brauchen direkt Cover. Cover, Cover, Cover. Zack. Okay. Gut, die... Oh, hier ist einer hinter mir. Alter. Zack. Zack. Oh, die Waffe ist ganz geil, ne? So, da hinten ist noch einer. Das war's. So, oh. Kann ich mir jetzt ein Auto aussuchen? Ach, hier sind ja auch noch welche. Okay, okay, okay. Oh, der sieht geil aus, oder? Der soll relativ schnell sein. Robust.
Der ist fresh. Ah, ich nehme den, weil der orange ist. Weil das passt schon echt gut. Wow. Wo kommst du her? Was ist denn bei euch los? Easy. Ist der auch neu, der Wagen? Oh, oh, die driften. Stimmt, das ist irgendwie neu, diese Drift-Mechanik, oder? Bring das Fahrzeug zu einem der markierten Orte. Oh ja, der fährt sich echt nice. So, ab dafür. Oh, warte, die kommen. Zack, verstecken, verlasse das Gebiet. Während des Raubs kannst du das Fluchtfahrzeug von einem ausgewählten Ort abholen und damit vor den Cops fliehen. Warte mal, ich rufe mal meinen Mechaniker an, dass der mir ein neues Auto bringt. Nachtclub. Oh, der Centorno war doch geil. Der Growler. Was ist der Ignus? Komm, wir nehmen mal den Ignus. Wahrscheinlich ist es so ein richtig lames Auto. Ich sag's euch. Ich habe aber auch so viele mittlerweile. Oh! Okay. Freaking Lambo. Ja, ja, das ist ein Lamborghini. Oh, der ist auf jeden Fall nicht lame. Läuft bei Paletto. Ohne Witz, ich kann mich an den nicht erinnern. Ich weiß nur, der geht ordentlich ab. So, dann lass uns mal zu den anderen Dingern fahren. Hier vorne ist direkt irgendwas. So, was geht hier? Waffenvorrat. Jo. Hey, so I got the flag, also, ich habe da einen Bekannten bei Ammunition. Ah ja, paar Waffen. Ja, perfekt. Müssen wir hier irgendwas bezahlen oder klaue ich das jetzt auch? Durchsuche Ammunition nach den nicht registrierten Waffen, die Jamals Kontaktperson dort gelassen hat. Nicht registrierte Waffen. Ich gehe einfach mal, okay, hier komme ich nicht rein. Oh, hier ist eine Shooting Range. Können wir hier rein? Ja. Ah, hier ist doch was. So, danke Jamal. Verstecke die Waffen beim Polizeirevier. So, dann mal zum Polizeirevier und gucken, wo wir hier was verstecken können. Oh, kann ich aber rein? Okay, Tor geht einfach auf. Oh, oh, ja, ja, warte. Ich will kein Fahndungslevel. Ich will ja nur schnell einmal rein. Warte, was? Sammel die nicht registrierten Waffen ein. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Die hatte ich doch eben. Jetzt muss ich nochmal zurückfahren? Ich war doch gerade da. Ich muss doch nicht zu Fuß laufen. Was ist denn das? Moin, da bin ich wieder. Die Linie tatsächlich. Nee, ich will keine Schuhe. Die Waffen sind unter der Mülltonne hinter dem Revier bestimmt sicher. Gehört, weiß ich Bescheid. Boah, der Wagen fährt sich auch einfach richtig gut. Alter, der fährt sich so richtig stabil. Okay, was war das für eine Explosion? So, zack. Schnell rein. Mach auf. Hier die Mülltonne, oder was? Jo, und einmal rein. Überhaupt nicht auffällig. Jo, hier muss doch irgendwo eine Kamera sein. So, verlasse das Gebiet. Und direkt weg hier. Let's freaking go. So, easy going. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch die Masken, die waren... Ah, da oben haben wir noch was. Wow! Ah, komm schon. Giacomo Royo. Ah, freaking. Ich habe mich richtig erschreckt. Ich dachte, was zur Hölle geht denn jetzt ab? So, dann holen wir uns mal ein weiteres Auto. Ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie auf Beef. Ja, das macht alles nur unnötig kompliziert. Ich muss allerdings zu irgendeiner Straße laufen. I can't get your ride over there right now. Wie, warum kannst du... Was soll das denn jetzt? Brudi, mach doch nicht diesen. Mechaniker, jetzt geht er nicht mehr dran. Ah, danke. Ja, gib mal den Rampant Rocket. Irgendwas mit Rocket klingt eigentlich geil. Was ist der Rampant Rocket? Ach, das ist ein... Oh Mann, Alter! Ja, alles klar. Okay, wunderbar. Das ist exakt das, was ich brauche. Mann, Junge. Ich wollte ein Auto und nicht das Ding. Was habe ich mir im Laufe der Zeit für einen komischen Kram gekauft? Ich meine, damals fand ich es wahrscheinlich cool. Aber ich hätte einfach gerne jetzt ein Auto. Ein Crash und ich fliege hier durch die Gegend. Ja. Oh. Ja, sorry, tut mir leid, Diggi. Ach, das ist das Casino. Was soll ich denn? Was will ich beim Casino? Was kann es beim Casino geben, was wir brauchen? Ach, das war auch eine gute Zeit hier, als das Casino released wurde. So, moin. Ah, nee, wir müssen hier hinten hin. Ah ja, Jamal, ich bin bereit. Okay, so we're trying to keep this. Wir wollen die Sache ohne Verluste durchziehen. Okay. Ja, Elektroschocker. Okay. So. Suche nach dem ein Sicherheitsfahrzeug. Was sieht hier so aus wie ein Sicherheitsfahrzeug? Hier sieht kein Auto aus wie ein Sicherheitsfahrzeug, oder? Von einem Sicherheitstypen? Woran erkenne ich das denn? Aber hier ist jemand. Achso, das ist ein... Oh nein, das ist ein anderer Spieler. Bitte nicht, Brudi. Bitte schieß mich nicht kaputt. Die Frage ist, wie erkenne ich das Ding? Hier, der ist orange. Daran könnte man es erkennen. Ah, guck mal hier. Hier ist was mit Patrol. Öffne den Kofferraum. Ja, easy.
Zack. Elektroschocker. Ja, und ab dafür. Wir haben unser... Au, au, ich werd angeschossen. Aber kein Problem, wir haben unser Fluchtfahrzeug. Oh, ich bin tatsächlich fast down. Ach, komm. Junge, weil wir keinen Schutz haben auf diesem Motorrad. Jetzt, warte, die Elektroschocker liegen da. Keine Sorge, Paletto. Oh, der will... Oh. Sicherheitspersonal eliminiert. So. Jetzt schnappe ich mir halt euer Auto. Oh, ich glaube, das ist ein Elektroauto. Guck mal hier. Zack. Oh, ich hab's wieder. Ich hab's. Und tschüss, Losers. Ich bin nicht nur ein Dieb, sondern auch ein Dieb mit einem ökologischen Bewusstsein. So. Sehr gut. Obwohl, jetzt hört sich das so an, als wäre da doch ein Motor drin. Ach, das könnte auch irgendwie so ein Hybrid oder so sein. Der sich dann irgendwann erst bei hohen Geschwindigkeiten zuschaltet. Ich weiß es nicht. So, bin wieder da. Jetzt haben wir, glaube ich, aber abgesehen von den Masken, alles abgeschlossen. Zack. So, wir cruisen loggerfloggig rein. So, moinsen Jamal. Ja, ja, alles gut, Brudi. So, und jetzt? Alright, we're ready. Oh ja. We're doing this. Geil. We're raiding a police station full of cops to rescue a repeat offender to steal a car from okay. an armed gang. Whew, that's what we're doing. Okay. Ja, machen wir. Raub starten. It's time to roll. Okay, Zeit loszulegen, Partner. Ich meine, Boss, flieg mit dem Hubschrauber Richtung Mission Row. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal zum Polizei Maverick. Benutze die Leiter aufs Dach. Guck mal, wir haben auch so eine Gasmaske und alles. Oh Gott, ey, ich bin so ein schlechter Helikopterpilot. So, aber wir landen dann chillig auf dem Dach und dann gehen wir rein. Oh, guck mal hier. Oh, das ist gar nicht so schlecht, Paletto. Ah, wartet, ich bin fast gelandet. Ich bin fast gelandet. Ja, noch nach vorne. Jetzt und gelandet. Das war nicht schlecht. Okay. You made it onto the roof. Now, if you see any cops, incapacitate them before they see you. Okay, ich hab ihn geschockt. Okay, throw a couple of gas grenades down into the vents and most of the officers will knock right out. Das ist ja geil. We don't have to shoot anyone. Okay. BZ-Gas schmeißen wir jetzt hier überall rein. Zack. Okay, haben wir reingeworfen. Easy. Okay, ich gehe auf Nummer... Oh! Zack. Und auch hier runter. Easy. Weil wir haben ja nur insgesamt 4 Stück. Wenn du da einmal daneben wirfst, dann ist wieder Mission gescheitert. So, das letzte Ding hier vorne. Und dann können wir auch reingehen. Und rein. Zack. Oh, oh. Ja, moin. Ich meine, wir haben ja auch nur den Elektroschogger. Zack, Elektroschogger. Kann ich ihm dann die Waffe abnehmen? Nee. Oh, moin. Hab ich. So, wir müssen mal kurz. Wo ist meine Panzerung? Panzerung? Leichte Panzerung. Besser als nix. Kann ich die stacken? Ja. Okay, chillig. Ah, da sind ganz viele Leute noch. Finde den Zellenschlüssel. Haben wir. Oh, Mist, hier kommen noch mehr. Boah, er schießt mich einfach da durch. Ja, Junge, komm mal raus hier. Weil du kannst da durchschießen, ich nehme ihn nicht. Zack. So, Zellenschlüssel. Nix hier. Wo? Zack. Nächster. Okay, es sind noch 2 Stück da. Batz. Ah, da ist der Schlüssel. Ja, hab ich. Okay. Begib dich in den Keller. Hallo? Ist hier jemand? Ah, da unten ist er. Greif auf den Computer. Oh nein. Ach. Okay, warte, was soll ich machen? Ah. Okay, das kriege ich hin. Das ist ein Spiel für mich. Da muss ich nicht nachdenken, sondern nur im richtigen Moment klicken. Benutze den Schlüssel und King Tiny, Alter. King Tiny, wir müssen raus. Kommen hier vorne? Ja, wir kommen hier vorne raus. Vorsicht. FBI. Einen haben wir. Wow. Den nächsten. Tiny, komm wieder rein. Okay, easy. Komm, wir nehmen die Waffen. So. Zerstöre das Bedienfeld. Okay. Yeah, ich will ja hier raus. Ich komme hier aber nicht. Freaking Tiny. Oh Gott, Tiny, lauf. Warte, Tiny, komm hier längs.
Lass uns kommen. Das hat keinen Sinn. Tiny, komm, komm. Lass uns doch einfach aufs Dach. Wir fliegen weg. Wir haben freaking 4 Sterne. Ja, ja, perfekt. Wir gehen hier raus. Der Chopper müsste noch da sein. Boah, Alter, warum wird hier so heftig geschossen? Nein, man kommt, als ob man hier nicht rauskommt. Yo, Tiny, Alter, wir sind auf gut Deutsch gesagt richtig am Arsch. Hier vorne kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus. Nee. Gut. Dann müssen wir uns den Weg ein wenig freischießen, lieber King Tiny. Oh ja, hier unten sind schon... Alter! Okay. Ihr wollt mich doch verarschen. Es wird so geisteskrank da draußen. So, Tiny, komm! Wir laufen hier vorne. Rein ins Auto, Tiny, komm! Steig ein, Mann! Tiny! Tiny, steig doch ein! Okay, ab dafür. Schüttel die Cops ab. Ja, warte, da vorne ist doch das eine Auto. Aber ey, ich fühle mich wirklich in dem Ding 1000-mal sicherer. Mit der ganzen Polizei und allem. Naja, weil das Ding hier ist schön gepanzert. Ich würde sagen, wir fahren hier nach unten. Weil da kann man am ehesten in den Untergrund. Hier sind doch teilweise so Schlupflöcher. Zum Beispiel hier. Ja, das ist doch perfekt, Mann. Zack, hier rein. Ja, warte. Guck mal hier. Aktuell wissen die nicht, wo wir sind. Ah, come on. Yo, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Ich komme hier nicht raus. Ich bin eingekreist, Mann. Wir kommen hier nicht raus. Wir müssen vor und zurück. Ey, ich hab so große Probleme gerade. Ach, komm, Junge. Einfach die Leute immer vor und zurück rausschieben. Wenn es hier nur eine Explosion gibt oder irgendwas kaputt geht. So, komm, schieb raus. Ich dachte halt, dass man hier... Es gibt doch dieses Tunnelsystem. Nein, oh, der will uns rausziehen. So, komm, den erwischen wir jetzt. Zack. Okay, war ein Versuch wert. Warte. Ich glaube, der Tunnel hier links könnte es sein. Weil hier rechts geht es wieder nach oben. Aber ich glaube, das Ding hier, das sieht gut aus. Nee, das führt auch wieder oben zu einer Straße. Oh, warte. Eigentlich kriegen mich die Helikopter hier nicht. Oh, das wäre jetzt schon geil. Wir sind hier unter der Brücke. Da, wo wir hingehören. Wer hat mich jetzt gecatcht? Ein Helikopter? Ja, die kommen da alle. Ach, Jungs, Alter. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Distanz. Ah, es war so klar, dass dann natürlich da vorne ein freaking Polizeihelikopter spawnt. Ja, Junge. Warte, aber... Oh, das ist sogar, glaube ich, ganz gut. Guck mal hier. Das ist doch exakt das, was wir wollen. Weil hier catcht uns niemand. Hier sollten wir tatsächlich safe sein. Oh, bitte, Mann, bitte. Jetzt nicht, dass da hinten auf der Zugstrecke... Ja, wahrscheinlich kommt jetzt hier gleich der Zug und sprengt uns. Warte mal, ich muss mal ein bisschen mich so positionieren, dass selbst wenn der Zug kommt, dass wir nicht direkt gesprengt werden. So, das wär's jetzt. Kurz bevor, das wäre so der Klassiker. Wir schütteln die Cops ab, aber dann kommt noch der Zug. Boom. Jawohl, bring Tiny zum Flughafen. Mach ich gerne. Oh ja. Apropos Podcast, hört euch gerne die neueste Folge vom Kottbruder Podcast an. Falls ihr zum Beispiel jetzt hier bei GTA die Stimme von German Let's Play vermisst, dann hört euch das Ding an. Gibt's kostenlos auf Spotify, Amazon Music, letztlich überall da, wo es Podcasts gibt. Da labern wir halt immer so ein bisschen, ja, was uns so bewegt. GLP wird wahrscheinlich darüber reden, wie er beim Arzt war und der Arzt ihm gesagt hat, bitte schonen Sie sich. Also ich weiß, es könnte sogar sein, dass ich diese Woche die Folge alleine machen muss. Die kommt immer am Sonntag 8 Uhr, eine neue Folge. Wir machen das jetzt schon über ein Jahr. Und wie immer, wenn wir gerade schon beim Thema Werbung in eigener Sache sind, falls ihr noch was für Weihnachten sucht, schaut gerne auf paluten.shop vorbei. So, warte mal, wir müssen nach da unten. Wir riskieren den Sprung hier, oder? Ich meine, Tiny wird ja wohl aus dem Auto auch rausspringen können. Perfekt. King Tiny, ab zum Flugzeug. Oha, der feine Herr fliegt Helikopter, oder was? Läuft bei dir. Tschüss, King Tiny. Ah, jetzt bist du... Jetzt zu dir. Hier musst du hin. Okay. Jetzt kriege ich das Auto, oder was? Infiltriere das Versteck der Ballers. So. Ist auch ein schickes Auto, oder? Darauf haben wir jetzt die ganze Zeit hingearbeitet, dass wir endlich dieses Auto klauen können. Oha, die Ballers leben hier aber gut. Das ist ja Hollywood Hills. Die leben doch in Amerika, also in Los Angeles nur die Promis. Hallo, guten Tag. Oh. Warte mal, steht da das Auto? Warte mal, ich guck mir das mal kurz aus der... Oh Gott, ihr schießt direkt. Was soll der Mist denn? Das ist doch scheiße. Oh Gott, Ma'am, laufen Sie bitte. Na komm, die kommen jetzt hier aus sämtlichen Löchern gekrochen.
Und ich habe hier so eine. Warum habe ich nur so eine lächerliche Waffe? Jungs, ist so langsam ist auch mal gut. Ist hier noch einer? Nee. Ab dafür. Oh, der sieht geil aus. Oh, lecker Schmecker. Jetzt ab dafür. Ja, den will ich auf jeden Fall behalten. Den will ich nicht verkaufen. Junge, ich habe 5 Millionen bezahlt, damit ich diese ganzen Missionen machen kann. So, ich baller jetzt erstmal hier einfach geradeaus die Streets runter. Der ist aber auf jeden Fall getuned, oder nicht? Und rein damit. So, kann ich jetzt entscheiden, was ich mit dem Auto mache? Raub abgeschlossen. Sehr geil. King Ta- Oh, wir haben hier alles. Gefängnisausbruch innerhalb von 3 Minuten. Ah ja. Das geraubte Fahrzeug kann nun an Yusuf verkauft oder ausgeschlachtet werden. Ne, ich will's doch behalten. Lass deine Angestellten den Turismo-Magen sie ausschlossen, um Ersatzteile im Wert von... Nein, Mann! Ich will den behalten! Ich will den nicht verkaufen! Der kostet 2,8 Millionen! Den will ich behalten, Mann. Ich will den nicht ausschlachten. Kann ich denn jetzt direkt schon wieder was Neues auswählen? Planungscomputer? Ah ja, guck mal, jetzt kann man... dieser Grodium, den haben wir ja. Jetzt würde ich den Bravado Gauntlet Hellfire. Aber nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit einer kleinen Runde von GTA 5 Online. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Genauso, falls ihr Bock habt auf mehr. Schaut wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Und schreibt mir gerne, ob ich das Ding jetzt einfach verkaufen soll oder nicht. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.